Hallo und herzlich willkommen zu Inside Physics. Ich bin Steffen. Heute soll es um das Herz gehen. Klingt erstmal nicht nach Physik, aber das wird sich noch ändern. Warum wir uns grundsätzlich für das Herz interessieren sollten, ist eigentlich recht eindeutig. Weil jeder von uns so ein Organ hat und ziemlich in seinem Wohlbefinden von dessen Funktion abhängt. Das sagt Professor Palitz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation hier bei uns in Göttingen. Und auch sein Kollege Professor Luther sieht das so. Naja, das Herz ist eines der wichtigsten Organe im Körper. Wenn es seinen Dienst versagt, dann wird es halt unmittelbar lebensbedrohlich. Es ist ein Organ, was viele hundert Liter Blut pumpt und millionenfach im Laufe eines Lebens schlägt. Und weil das so ein wichtiges und auch komplexes Thema ist, machen wir da gleich zwei Videos draus. In diesem Video soll es darum gehen, wie das Herz funktioniert, wenn es funktioniert. Im zweiten Video werden wir uns dann anschauen, was im Herzen während Herzrhythmusstörungen passiert und wie man diese wieder beheben kann. Mit heutigen und auch zukünftigen Methoden. Zuallererst kümmern wir uns mal kurz um die Anatomie des Herzens. Das Herz ist ein Muskel mit zwei Kammern und zwei Vorhöfen. Das sauerstoffarme Blut aus dem Körper strömt zunächst in den rechten Vorhof. Dieser kontrahiert sich und füllt dadurch die rechte Kammer, welche das sauerstoffarme Blut zur Lunge pumpt. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert und kommt dann in den linken Vorhof. Der füllt wiederum die linke Kammer, welche das sauerstoffreiche Blut durch den Körper pumpt. Die Kontraktion des Herzens wird durch die Herzmuskelzellen, die sogenannten Kardiomyozyten oder auch nur Myozyten, ermöglicht. Nun, das sind Zellen, die Poren haben, Ionenkanäle haben, durch die Ionen ein- und ausströmen können. Das heißt, dass durch einen Einstrom von Ionen das Membranpotenzial sich verändert. Man sagt, die Zelle depolarisiert. Und dann gibt es ein ganzes Ensemble von verschiedenen Ionen und Ionenkanälen, die dann nacheinander öffnen und schließen. Und auf diese Weise entsteht das Aktionspotenzial der Zelle. Eine Myozyte kann also über den von Professor Luther beschriebenen Prozess ein elektrisches Signal, auch genannt Aktionspotenzial, erzeugen. So ein Aktionspotenzial wird aber nur generiert, wenn die Zelle von außen ein elektrisches Signal empfängt. Allerdings muss dieses Signal stark genug sein. Ist es zu schwach, dann wird kein Aktionspotenzial ausgelöst. Überschreitet das äußere Signal einen gewissen Schwellwert, dann führt der eben beschriebene Mechanismus zu einer ganz bestimmten elektrischen Erregung der Zelle, dem Aktionspotenzial. Während dieser Erregung zieht sich eine Myozyte zusammen und braucht dann auch ein bisschen, um sich wieder zu erholen. Das nennt man die Refraktärphase, in der auch ein starkes äußeres Signal kein Aktionspotenzial auslösen kann. Einzelne Myozyten sind miteinander gekoppelt, sodass eine erregte Zelle dann zu einer Potenzialerhöhung ihrer Nachbarzelle führt und diese führt dann wieder eine Depolarisation aus, sodass sich das Aktionspotenzial dann wie eine Welle über eine Kette von Myozyten hinweg ausbreiten kann. Und da haben wir auch die Antwort, warum sich Physiker mit dem Thema beschäftigen. Denn Physiker lieben Wellen. Diese Wellen elektrischer Erregung, die wir hier haben, sind aber schon recht anders als zum Beispiel Schallwellen. Als erste Idee ist Schallwelle vielleicht nicht ganz verkehrt, aber es gibt in der Tat große Unterschiede. Wenn Sie eine Schallwelle haben, dann wird die aufgrund von Dämpfungsmechanismen in der Regel in ihrer Amplitude abnehmen. Je weiter sie läuft, umso schwächer wird sie. Bei den Wellen, die wir hier haben, finden statt in einem sogenannten erregbaren Medium. Die Zellen sind eben erregbar und das bedeutet, dass die Wellenform nicht sich verändert, also insbesondere die Amplitude nicht abläuft. Also wenn das Medium, sprich das Herz, unendlich groß wäre, würde diese Welle einfach in einer bestimmten Weise, mit einem bestimmten Profil und einer bestimmten Amplitude immer weiterlaufen. Das ist ein Unterschied und dann gibt es noch einen zweiten und der ist wahrscheinlich noch wichtiger. Wenn Sie zwei Schallwellen haben und die laufen aufeinander zu, dann können die sich sozusagen durchdringen und dann einfach weiterlaufen. Das ist das, Physiker kennen das als Superpositionsprinzip. Das ist hier anders. Wenn hier zwei Wellen in einem erregbaren Medium aufeinander zulaufen und aufeinandertreffen, dann löschen sie sich aus. Und das liegt daran, dass hinter jeder dieser Wellen ein Bereich ist, der, so, man spricht von einem refraktären Bereich. Das heißt, in dem Bereich sind die Zellen dort oder das Medium dort, der Herzmuskel, in dem Moment erstmal nicht wieder anregbar. Die müssen sich sozusagen erstmal erholen von der zuvor stattgefundenen Erregung, als die Welle kurz einen Moment vorher
über diesen Bereich gelaufen ist. Und weil das so ist, wenn jetzt die beiden Wellen dann aufeinander zulaufen, dann würde die eine Welle sozusagen in den Refraktärbereich der anderen reinlaufen und das kann sie nicht. Und deswegen ist einfach Schluss an der Stelle. Die laufen aufeinander zu und das war's. Das ist ein wichtiger Unterschied und deswegen entstehen eben in diesen erregbaren Medien nicht nur so Wellenfronten, wie man sie jetzt vielleicht von der Schallwelle her kennt, oder konzentrische Wellen, wenn sie einen Stein in See schmeißen, sondern auch sogenannte Spiralwellen. Die sind sehr charakteristisch für erregbare Medien und die haben, also deren Existenz hat unmittelbar damit zu tun, dass es diese Refraktärphasen gibt. Um Spiralwellen wollen wir uns aber erst im nächsten Video kümmern, denn die treten bei Arrhythmien, also Herzrhythmusstörungen, auf. Beim normalen, gesunden Herzschlag ist es tatsächlich eine ganz einfache Wellenfront dieser elektrischen Erregung, die sich von unten nach oben über den Herzmuskel, also über die Myozyten, bewegt. Die einzelnen Myozyten sind in Schichten angeordnet und in Fasern angeordnet. So kommt es dann zu einer Bewegung, die man eigentlich fast mit Auswringen vergleichen kann. Das ist also eine Drehbewegung, sodass besonders effizient das Blut aus den Kammern herausgepumpt werden kann. Die Wellenfront elektrischer Erregung der Myozyten führt also dann zu einer besonders effizienten Kontraktion des Herzens. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wo diese Wellenfront überhaupt herkommt. Um das zu beantworten, müssen wir uns nochmal das gesamte Herz anschauen und nicht nur ein abstraktes Medium aus Myozyten wie bisher. Ein Herzschlag startet im rechten Vorhof, genauer im sogenannten Sinusknoten. Das ist eine Ansammlung von ganz besonderen Zellen, den Schrittmacherzellen. Die erzeugen spontan in regelmäßigen Abständen eine elektrische Erregung. Diese Erregung breitet sich dann im rechten und auch linken Vorhof mittels der Myozyten wie eine Wellenfront aus und führt dadurch zur Kontraktion der Vorhöfe. Vom sogenannten Atrioventrikularknoten wird die Erregung dann über ein Leitungssystem zu den Hauptkammern geführt, wobei der Knoten das Signal zuerst ein bisschen verlangsamt, damit sich die Kammern mit Blut füllen können. Ist die Erregung also in den Kammern angekommen, bewegt sie sich als Wellenfront im Wesentlichen von unten nach oben durch die Kammern, sodass diese das Blut durch den Körper pumpen. Nach einiger Zeit haben die Myozyten ihre Refraktärphase dann wieder verlassen, sodass der nächste Herzschlag starten kann. Übrigens kann man die einzelnen Abschnitte eines Herzschlags auch recht einfach im EKG sehen. Idealerweise zeigt ein EKG ungefähr sowas an. Die sogenannte P-Welle entsteht durch die Aktivierung der Vorhöfe. Die Erregungswelle, die danach durch die Hauptkammern läuft, erzeugt den QRS-Komplex und das Ende der Erregung der Kammern ist in der T-Welle sichtbar. Und danach geht das Ganze wieder von vorne los, viele Millionen Mal im Laufe eines Lebens. An dieser Stelle dann noch einen ganz besonderen Dank an Professor Palitz und Professor Luther vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, die sich freundlicherweise für Interviews zur Verfügung gestellt haben, und an ihre Arbeitsgruppen, insbesondere an Sebastian, für die Simulation. Leider läuft der Herzschlag nicht immer so ab, wie gerade beschrieben, sondern es können lebensgefährliche Rhythmusstörungen auftreten. Um die wollen wir uns im nächsten Video kümmern, inklusive der vorhin schon mal erwähnten Spiralwellen. Sobald dieses Video fertig ist, könnt ihr es hier unten finden. In der Zwischenzeit könnt ihr zum Beispiel ein bisschen mit interaktiven Herzdynamik-Simulationen auf thevirtualheart.org rumspielen oder ihr schaut euch unser letztes Video über 3D-Kinos an. Des Weiteren vielen Dank an Binne, Jakob, Julian und Steffen, die mich bei Inside Physics unterstützen, an Tobias, der dieses Mal beim Dreh geholfen hat, und natürlich an euch fürs Zuschauen. Also, macht's gut und bleibt neugierig. Ciao!